Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge des Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte Star Wars sagen, aber pst. Oh, hier die Waffe draußen. Warum? Irgendwas ist da auf mich los. Aber konnte es gerade nicht deuten. Was? Okay, der kommt. Von wegen! Schweine können nicht fliegen! Und etwas hiervon! Junge, Junge, nee. Ich muss mich in Acht nehmen. Sehr gut. Das lief doch super. Immer noch hier unsere Pfeile hier ein und hier. Können wir noch ein bisschen plündern können. Ist der schon weg hier oder was? Nee. Holy shit. Nee, tragen will ich das ja. Nee, warum will ich denn das tragen? Opal. Gekritzelte Nachricht. Oh, hier ist noch eine. Ja, Vorräte. Der Buddha mag Vorräte. Dann kann er sein Dorf ausbauen. So sieht's doch mal aus. Deswegen machen wir ja diesen ganzen Kram hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist noch irgendwo was. Aber da. Könnte sie jetzt einfach mal den Pfeil ausschießen? Dankeschön. So, wo müssen wir jetzt als nächstes lang? Da lang. Hier bümmelt es immer überall, wisst ihr? So, und dann mal flinken Fußes, querfällt ein. Wenn das überhaupt geht, heißt das. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ihr Duftregens, aber ihr habt das wirklich viel zu tun. Das ist ja ordentlich. Ordentlich was zu erledigen. Wie gesagt, mit dem Kampf jetzt zwischendurch hast du auch so ein bisschen Abwechslung drin. Finde ich ebenfalls. Was sind die hier? Ah, da, ich hab den doch getroffen, oder nicht? Du hättest deinen Hasen weiterjagen sollen. So, was ist das jetzt hier?
Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat mein Sohn. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zittert in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen, also muss es ein Fluch sein, und ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich bitte den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe da und hoffe, dass es sie zufriedenstellt. Denn nur ihre Kraft kann meinen Sohn noch retten. Hasenpfote. Okay, den Hasen haben wir schon mal. Ah, die machen das schon. Haltet den Wicht auf Trab! Okay, dann hätten wir den zweiten Hasen. Sehr gut. Tierknochen. Zählt er zu Hasenpfoten? Beim letzten Mal konnten wir nie opfern, weil da irgendwas mit Fisch war, möchte ich sagen. Hatte ich jedenfalls so in Erinnerung. Mit Opfergabe zurückkehren. Habe ich keine Hasenpfoten? Hier. Hat er eine? Also wie viele Hasen mussten hier jagen, sag mal. Okay, den haben wir. Hasenpfote, sehr gut. Ja, ich weiß. Aber Buddha ist nicht der Beste mit Controller schießen. Hasenpfote? Jawohl, drei Hasenpfoten, Mann. Und ich möchte hier nicht noch hin und her gucken. Drauf geschissen. Bringt das jetzt was? Außer mir Punkte?
Ach so, ne, ich wollte ja hier noch auf der Welt gucken. Gut. Das war jetzt auch wieder. Siehst du, wieder eine kleine Aufgabe zwischendurch. Obwohl ich nicht verstehe. Hey, was? Du bist erledigt. Ich schick dich zur Hölle. Na komm. Nicht dabei? Alter, ich hab extra. Ich dachte, die haben wir dabei. Das ist ja doof, ne? Weil ich brauche ja noch Titan. Da kommen hier solche Patrouillen hier eigentlich ganz gelegen. Ich darf ja nicht erwischt werden. Ah, naja, mein Gott. Hey, Moment. Dich wird keiner begraben. Los jetzt hier. Das Leben ist verwirrt. Ja. Lass mich doch. Ja. Zur Hölle. Wir werden dich häuten. Aber ich sehe nichts. Den Tag deiner Geburt verfluchen. Scheiße, scheiße, schneller! Was ist er denn hier? Ich bin schneller! Endlich zerfleischen! Ja, was ist nun? Du bist schneller am Arsch, Junge. Hier ist noch was. Hä? Wer schmeißt denn hier auf mich? Alter, was? Wo kommen die denn jetzt alle her? Das sind eine ganze Menge. Ist das hier ein Raid? Wo kommt die denn alle her? Na. Kann ich meine Männer rufen? Nee, wa? Vielleicht haben wir Glück und die.
Na, nusch. Hat schon einer gesehen, ob ich hier irgendwie was gekriegt habe? Mach mich nicht sauer! Nö, eigentlich nicht. Ich hab gerade erst angefangen. Die haben aber alle nichts dabei. Lass mich, verfluchter Mann! Er hat noch was dabei. Rechter, den eckigen Stein. Hatte ich hier nicht gerade irgendwie... Ja, ich hab doch den gehört hier. Kommt denn der jetzt schon wieder her? So, das ist das letzte hier hinten, oder? Sieht so aus. Ach so, wir sind da ja nicht fertig. Doch jetzt. Ah, nee, komm. Leck mir am Arsch jetzt hier. Wie viel sind denn das hier? Von ihm, wie viel? Gehört doch hier schon wieder den Typen. Der ist hinter... Der ist ja hinter mir. Entschuldigung. Vor allem erst ist er irgendwo ganz oben da und dann kommt er auf einmal neben dir wieder raus. Also weiß nicht, ob das auch nicht so gut. Deine Zeit ist um! Meine Zeit ist heute noch nicht um. Gerade erst angefangen.
töte dich! Ich bin schneller! Naja, so schnell nur oder nicht, ne? So, kann ich jetzt hier plündern oder was? Warte mal, hier war da noch. Ach ja, der Dicke, der war ja noch. Schön in den Kopf, schön in den Hals. So wie die geröchelt hat, war der im Hals. Da ist noch was. Im Hauptzelt hier oder was ist das hier? Vorräte, geil. So muss das. Schon Silber noch? Gut, das hätten wir auch. Hier drüben ist noch irgendwo was. Da lang. Gucken wir mal. Und dann müssten wir eigentlich durch sein, oder? Dann können wir auch wieder nach Hause. Daneben sind. Was ist los? Was soll ich tun? Habe ich den Geschmackssinn verloren? Bin ich verflucht? Ich bekomme das einfach nicht hin. Dumm. Dumm bist du. Ein Dummkopf. Das bist du. Da glaubt man, man weiß, was man tut, aber man weiß gar nichts. Oh, recht gut. Ach komm. Ich bin schon verwirrt genug. Das Letzte, was ich brauche, ist jemand, der mir ins Gesicht lügt. Das war ein Lob, Sachse. Nimm es ruhig an. Was brauchst du da eigentlich zusammen? Ich nenne es Legra-Kestaschiersoße. Ein langer Name. Und was stimmt damit nicht? Sie schafft nicht ansatzweise, diesem großen Namen gerecht zu werden. Das stimmt damit nicht. Und Herr im Himmel, ich habe alles versucht. Ich kriege einfach keinen ausgewogenen Geschmack hin. Ich sollte aufgeben. Wenn ich mich umsehe, kann ich kaum widersprechen. Du hast nicht zufällig einen Aal dabei, oder? Wenn ich mich auf den Weg mache, sind Aale nicht unbedingt das Erste, woran ich denke. Ich habe alles in Legra-Kester geangelt, außer einem Aal. Und du meinst, eine schlüpfrige Flussschlange ist die Lösung für deinen Soßenschlamassel? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gut, wenn ich einen erwische, bringe ich ihn dir. Bitte, ich muss es versuchen und sei es nur, um es auszuschließen. Danke. Tja, das ist jetzt das Problem. Ich habe ja keine Angel. Die Frage ist, da sind Barsche. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwo einen Aal rumtippeln sehe. Sehen ohne nach Aale aus. Aber was haben wir denn hier? Oder ist hier eine Angel? Nee. Hier sind Angeln. Ich habe Angeln noch nicht gelernt, weil ich meine... Prinzipiell würde ich jetzt mit Pfeil auf den Bogen auf Yacht gehen.
Oder was sind das da für Fische? Sind das Aale? Nee. Aale sind doch länglich. Die sehen aber nach was ganz anderem hier aus. Sehe ich auch nicht mehr. Und ich glaube, Aale kommen die nicht nur nachts irgendwie? Warte mal. Gucken wir mal nachts. Oder dunklen sind die teilweise unterwegs, oder? Irgendwas habe ich erwischt. Aber was? Aal! Mittelgroß. Wie viel brauchen er? Also ihn haben wir. Wie viel brauchen er? Stand das irgendwo? Ich habe deinen Aal. Oh, gut. Bitte, wirf ihn in den Topf. Oh, sie ist fertig. Wärst du so freundlich? Ich soll diese Tunke probieren? Natürlich. Dein Gaumen ist nicht so voreingenommen wie meiner. Nimm einen ordentlichen Schluck. Und? Dein Urteil? Nein. Noch nicht perfekt. Oh Gott! Oh, falls es hilft... Ich habe schon Schlimmeres probiert. Ich glaube, das war's dann für mich. Ich sollte meine 7 Sachen packen und sehen, was andere Königreiche zu bieten haben. Wohin wirst du gehen? Vigornerkester, oder wie das heißt. Am Ende muss ich die noch Vigornerkester-Tunke nennen. Ach, danke für all deine Hilfe. Ich kenne nicht viele Dänen und ich wollte das auch nie, aber du hast mir geholfen, diese Reise abzuschließen. Wenn ich dich noch um einen letzten Gefallen bitten könnte... Würdest du diesen Fehlschlag in die Höhle unter meinem Haus bringen? Ich ertrage den Anblick nicht. Leb wohl. Das Glück sei mit dir. Du wirst es brauchen. Die Höhle unter seinem Haus. War das jetzt richtig? Wahrscheinlich nicht. Gibt doch nachher diese Worcestershire-Soße oder sowas. Worcestershire-Soße, sagen die doch immer dazu. Worcestershire-Soße oder so. Was stand denn jetzt hier? Vielleicht so mal machen sollen, ne? Kommt er vielleicht noch auf seinen Geschmack da? Haben wir das jetzt eigentlich abgeschlossen hier? Ne, zeigt hat er, nicht. Müssen wir jetzt hier noch oder nicht? Ich weiß es nicht. Verdammt. So eine Hemichinde, was?
Aber ich kann auch nicht mehr mit ihm reden, ne? Ne. Gut. Ich würde sagen, wir haben hier soweit alles fertig. Das ist schon wieder das andere Tier. Das ist unser Nest. Das war eine Seite, die brauchen wir nicht. Und dann sind wir hier eigentlich durch. Jo, sind wir durch. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder und dann porten wir uns in unser Heim. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.